So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise eine neue Folge Max Out Monday. Ich bin zurück aus dem Urlaub, deswegen nehme ich die heute direkt am Montag auf, live. Und werde die am Montag auch direkt rausbringen. Heute Abend auch noch das Gewinnspiel vom Level 46 Account mittlerweile. 46? Ja, 46 ist er, der Spüle-Trend. Geht endlich raus, nach 2 Wochen, wo ihr mitmachen konntet, wird er heute Abend verlost. Und auch wenn ich jetzt nicht mehr im Urlaub bin, Pupsi hat noch Urlaub. Das heißt, ich habe die Woche trotzdem noch ein bisschen was zu tun. Es wird weniger Streams geben. Ich versuche trotzdem Videos vorzubereiten, dass wir die Woche wieder was zu tun haben und ihr unterhalten werdet, wer da Bock drauf hat. Und am Sonntag kann ich jetzt auch schon mal ankündigen, Summer Senta Raids für Zuschauer. Da wir jetzt am letzten Sonntag Zacian Raids gemacht haben, also Sakyan. Und wer trotzdem Pikachu gebraucht hat oder Megalamus, der konnte da auch mit reinkommen. Denn ich habe ja immer versucht, auf Zuschauerwünsche da einzugehen. Wir hatten Zeit, es war nicht so viel los. Wir haben trotzdem 6 Stunden durchgezogen. Die Leute, die Megalamus machen wollten, haben das bekommen. Die Pikachu-Leute haben Pikachu bekommen. Es lohnt sich also trotzdem immer mal reinzuschauen. Wenn man live ist, dann kann man ja trotzdem miteinander reden, kommunizieren, das passt. Hier möchte ich auch auf Wünsche immer eingehen von den Zuschauern. Denn bei Max Out Monday versuche ich ja immer einen Titel Pokémon zu maxen, was ich bestimme, wenn ich was Cooles gefangen habe. Letzte Woche war das zum Beispiel Donarion, 100% Donarion auf Level 50 gepusht aus dem Käferkrabbel-Event, Käferkrabbelei. Dieses Mal gibt es auch was von der Käferkrabbelei, von dem Event sozusagen, aber eben was Brutales, was aus den Raids kam. Genesekt, damit werde ich gleich anfangen und wir werden wieder 5 Vorschläge aus der Community mitnehmen und schauen, ob wir das schaffen, ob das passt, ob ich einen 100er habe, ob ich genügend XL habe und wenn die 2 Faktoren passen, dann wird das auch gepusht. So, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Wichtig ist immer 4 Sternchen und eingeben, das zeigt mir nämlich alle 100%igen Pokémon an. Hier seht ihr auch schon mal, was wir alles auch schon gepusht haben. Da ist auch hier Mewtwo dabei, da ist Zekrom dabei, die Jalga, da ist Regiram dabei, da ist Knackrak, Demeteros, alles mögliche. Aber ich muss jetzt hier erstmal anfangen mit Genesekt. Ich habe ein 100% Genesekt bekommen bei der Raidmania aus einer Einladung von Tick. Was? Tick Dreckenhander. Ich glaube, Tick Dreckenhander hat eingeladen und ich habe eine Einladung. Ach, ich habe in der Raidmania das live gefangen. 1916 hatte das. Wir haben auch genügend XL-Bonbons von dem. Das heißt, wir werden ihn jetzt pushen auf Level 50. Es funktioniert nur gerade nichts. Hier steht, das Handy lädt, es lädt, es lädt, es lädt, es kreiselt. Es kreiselt und es lädt. Jetzt zeigt es den Bildschirm wieder. Wir gehen mal schnell rüber. Pushen das jetzt auf 50, es kriegt genau noch 1300 WP dazu. Bildschirm hängt sich schon wieder auf. Oh. Hier ist es ganz normal. Bei euch, weiß ich nicht, hat es wieder gar nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist schon die 4. Aufnahme, die ich gerade mache. Und immerzu gibt es Probleme irgendwo. Das löst plötzlich die Verbindung, du siehst gar nichts mehr. Oder es hängt sich komplett auf. Ich weiß nicht, wieso es heute so ist. Wir haben den jetzt auf jeden Fall gepusht auf 3791. Das ist Max. Mehr geht nicht. Der ist jetzt auf Level 50. Wir machen auch den Level 50 Tag dran, dass das besser aussieht. 3791. Sandersdorf, Sachsen-Anhalt, Deutschland gefangen. Und ihr seht es wieder nicht. Ich habe ihn nämlich schon längst bewertet. Und die Bildschirmaufnahme hängt wieder hinterher. Sodass wir jetzt hier sitzen und warten. Ah, jetzt ist es wieder da. Jetzt ist es da. Jetzt überträgt es wieder das, was wir eigentlich machen wollen. Egal. Dann halte ich mich jetzt nicht lang auf. Ich gehe zurück auf YouTube. Normalerweise. Und gehe jetzt mal die Vorschläge durch, was wir da noch finden. Nick sagt, mega, danke für den Parfinesse Max Out. Vorschläge heute trifft Zeppli oder Skunktank. Jetzt muss ich natürlich schauen, ob ich eins davon habe zum Maxen. Skunktank. Wir haben hier Skunktank. Ja, Skunktank würde auch gehen. Es hängt aber schon wieder. Wir pushen jetzt. Und es hängt nochmal. Jetzt hängt sogar im Spiel. Es hängt alles gleichzeitig. Ich weiß nicht. Es ist schlimm.
Jetzt pusht es hier, aber da pusht es nicht. Wir kommen auf 2666. Das sieht gut aus. Es ist hier schon fertig. Es hat es einfach übersprungen. Richtige Gammelfolge schon wieder. Skunk Tank 2666. Das war ein Vorschlag vom Nick. Der hat gezählt. Wir machen auch wieder hier Level 50. Tag dran, dass es fertig ist. Hat jetzt auch übernommen. Vielleicht hätte ich den PC nochmal komplett neu starten müssen. Was weiß ich. Wie auch immer. Dadurch, dass wir einen Vorschlag von ihm haben, ignorieren wir den anderen, gucken gar nicht nach. Gehen weiter zum nächsten, zum Jochen. Jochen Strehl. Azumarill bitte maxen. Haben wir Azumarill zum Maxen? Azumarill bitte maxen. Oh mein Gott. Ich habe hier was. Das nehme ich jedes Mal für PvP. Ihr seht es wieder nicht. Das nehme ich jedes Mal für PvP in der Superliga. Ich glaube, ihr wollt meine ganzen Pokémon kaputt machen. Kann das sein? Wenn ich das jetzt max, kann ich es nicht mehr nehmen für die Superliga. Aber komm, wir maxen es einfach mal. Weil das ist ein 100er. Wir ziehen es wieder rüber. Wir haben ja genügend Bonbons. 1537 steht da drauf. Wir haben es schon hier drin. Wir haben es schon hier drin. Wir müssen es nur noch maxen. Drücken einmal drauf. Power up. 298 dazu. Und es kommen jetzt auf 1795 auf Level 50. Damit nicht mehr in der Superliga brauchbar. Ihr macht meine ganzen Teams kaputt. Ich mache auch mal den Level 50 Tag dran. Stell es wieder hier hin neben mich. Hier selbst das Handy. Selbst das Handy hängt hinterher. Ich habe den schon dran gesetzt, den Tag. Er ist aber noch nicht da. Der Tag wartet noch. Jetzt steht auch da keine Internetverbindung. Es wird immer besser. Ich kann die Folge auch nicht nochmal neu aufnehmen. Das funktioniert nicht. Ich habe jetzt schon gemaxt. Ich kann nicht nochmal maxen. Keine Internetverbindung, immer noch nicht. Es ist doch wirklich zum Kotzen. Ach. Was machst du denn? Tag konnte auch nicht zugewiesen werden. Ja, das bringt auch nichts. Ich kann auch mir nicht einen Hotspot geben und das iPhone über einen Hotspot laufen lassen, dann funktioniert das vielleicht besser. Aber dann habt ihr keine Bildschirmübertragung. So, ich glaube, wir sind zurück und wir können versuchen, weiterzumachen. Ich versuche nochmal hier den Level 50 Tag dran zu machen. Das heißt, ich kann das gar nicht einfach so hochladen. Ich muss das dann erstmal umwandeln in 20 Dateien. Muss das dann alles schneiden, was ich sonst nicht machen muss. Sonst ist das auf jeden Fall besser. Wir gucken jetzt wieder hier rein. Wir haben also Jochen, wir haben Nick. Janis, Pokémon sucht die. Hi, mein Vorschlag wäre dein Hundo Krypto Blutzug. Blutzug! Jetzt muss ich mal kurz reingucken. Blutzug. Wir müssen auf die Entwicklung auch gucken. Blutzug, Omot. Blutzug, Omot. Wir haben aber schon das Omot gemaxt und ihr wisst, wenn wir schon die Weiterentwicklung davon haben, dann können wir das natürlich nicht machen, außer wir haben zu wenig Vorschläge. Da steht Incognito Maxen von Jan Tobias. Da muss ich auch mal schauen. 4 Sterne und Incognito haben wir 2. Das ist auf Level 40, glaube ich. Wir haben aber nicht genügend XL-Bonbons. Wir bräuchten da auch mehr. Dann kommen wir auf 1339. Das ist übrigens immer noch aus Prag damals gefangen. In einer Purge mit Hong und den anderen. Also, die waren auch da, sagen wir mal. Henry Herfurt. Mein Vorschlag für die kommende Woche ist Frostelka. Frostelka. So, Frostelka. Frostelka. Und da sehe ich, dass ich keine Ahnung habe, was Frostelka ist. Schnäppke? Frostetje? Fernando? Was ist Frostelka? Kann ich nicht machen, zeigt es mir nichts an. Schreibt mir in die Kommentare, was Frostelka ist. Dann haben wir Bricktastic Gamer, ein Schlaraffel, bitte maxen. Schlaraffel? Schlaraffel ist das fette Eichhörnchen, das würde gehen, das ziehen wir hoch, auf, genau. 2679, hat 479 dazu bekommen, bis Knoscher kriegt ja auch den Level 50 Tag dran. So, ist das dritte dann heute. Ich muss aber Gedanken sammeln. Wir hatten das Genesekt, das richtig kacke aussah. Wir haben Skungtang, wir haben Azumarill.
Wir haben Schlaraffel, das heißt noch zwei Vorschläge. Borki sagt 100er Barrikadex, wenn's dir scheinbar fehlt. 100er Barrikadex, Barrikadax. Barry, wir geben Barry ein, haben hier Barrikadax. 100er Barrikadax würde funktionieren auf 2999. Das ist ein cooler Vorschlag, weil das ist ja jetzt zum Z-Day reingekommen. Man konnte da nach Bonbons sammeln, alles hin und her. Und ist auf jeden Fall auch was Aktuelles, was noch passt. Wird hier jetzt auch auf Level 50 gepusht. Wird jetzt hier mit dem Level 50 Tag versehen. 2999. Und ich habe erst gedacht, ich brauche XL-Bonbons von dem Teil, um das zu pushen. Aber ihr könnt ja normal über das normale... Jetzt wollte ich Zuru-Cake sagen. Ihr könnt über das normale Zickzacks und Geradax konntet ihr auch die ganze Zeit schon XL-Bonbons sammeln, die ihr dann für einen Barrikadax auch anwenden könnt. Das also auch jetzt auf Level 50. Und ein Vorschlag steht noch aus. Kai Pötzsch. Meine Vorschläge sind Wiggy-Cheater, Grill-Cheater, Sutter-Cheater. Da wird wohl... Wir fangen mal mit Grill-Cheater an, weil das unseres ist. Ist das gemaxt? Das ist gemaxt. So, Grill-Cheater. Dann als nächstes nehmen wir mal Veggie. Gucken uns Veggie an. Veggie würde auch gehen. Okay. Dann pushen wir noch einen Veggie-Cheater auf 50. Packen da noch den Tag dran. Eigentlich müsste man sagen, das ist Familie, das reicht. Aber da ist ja keine Familie, ist ein eigenständiges Pokémon. Hat auch einen anderen Typ. Dann könnte der Kai natürlich, wenn er jetzt schlau ist, seinen Soda Cheetah nochmal vorschlagen für nächste Woche. Und ansonsten sind das jetzt schon fünf Pokémon aus der Community. Ein Pokémon von mir. Ey, es fällt mir echt schwer. Nicht nur gesundheitlich und mit meinem Hals und alles und keine Ahnung. Dann spinnt auch noch das Internet die ganze Zeit rum. Ich hätte den PC einfach mal vorher neu starten sollen, denn irgendwie hat sich's jetzt, glaube ich, gefangen. Jetzt sieht's besser aus. Ansonsten gehen noch Grüße raus an den Tommy Köhler. Grüße an Benjamin Engel. Grüße an Bisa-Fan Enzo. Grüße an Scheinux. Grüße an Rayfire Nick. Grüße an Madu. Grüße an Speedstar. Elia. Ilja Kretschmer, an Fokold, SDR 7596, Lostlift, Mark Niemals, Meister Otis, Laurin Zobler, Sis Surprise, Felix Schall, Alexander Ahringer, Nick, Rocket Rasierer, Pognu, Balu, Zack. Balu hat auch Schlaraffel vorgeschlagen, ist also jetzt mit drin. Das heißt, wenn euer Vorschlag jetzt nicht dabei war, das jetzt nicht geklappt hat, dann nicht unterkriegen lassen. Macht den Vorschlag einfach nochmal, schreibt den unter dieses Video. Es dauert ab und zu mal, bis man wirklich 6 Pokémon findet, die man maxen kann. Viele Leute schlagen was vor, was schon gemaxt ist. Oder viele Leute schlagen was vor, was nicht geht, weil das 100er nicht da ist oder die XL nicht da sind. Heute hat es eigentlich gut geklappt, wir sind gut durchgekommen, außer die technischen Probleme. Ich muss es also jetzt ein bisschen schneiden. Ansonsten freue ich mich, dass ich endlich mein Genesekt maxen konnte. Das möchte ich zum Abschluss einfach nochmal drauf machen. Das Tick Genesekt 100% ist richtig cool, weil das habe ich als 100er bekommen, bevor ich die XL-Bonbons voll hatte. Und so wusste ich, ich habe dann meine Ruhe. Mein Ziel ist ja trotzdem, alle 5er Raid-Pokémon mal irgendwie als 100%iger auf Level 50 zu haben. Das kostet einiges, das kannst du auch nicht beeinflussen, da musst du Glück haben. Bei manchen machst du 700 Raids. Hast die XL schon längst voll, hast aber kein 100er. Und dann lieber bei sowas, wo du eh nicht viele Raids machen willst, weil das ja nichts kann. Und kriegst vorher das 100er und kannst gemütlich den Rest zu den XL noch voll machen. Grüße also nochmal an Tick Dragon Hunter für dieses gemaxte 100% Level 50 Genesekt. Deswegen heißt das jetzt auch Tick X Genesekt. Macht Vorschläge unter das Video, was sollen wir maxen? Ich habe noch ein paar Sachen da, die als Titel-Pokémon zählen würden. Da habe ich noch genau 3 Stück. Mal gucken, was die Woche so passiert, ob wir ein anderes finden. Ansonsten kann ich alte Sachen noch aufholen, die immer noch ausstehen. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.